So Leute, willkommen zurück zu Jump Force. Wir haben beim letzten Mal die ganzen Nebenmissionen erledigt und jetzt geht's an die Schlüsselmissionen. Aber zuerst mal, guck mal, ich habe ein neues Outfit. Ich habe uns mal ein bisschen umgezogen, damit wir für den Finalkampf gewappnet sind. Und ich habe eine ganze Menge offscreen trainiert. Wir sind jetzt 10 Level höher, mindestens. Wir sind jetzt 62, ich weiß nicht, bei was wir angefangen haben. Aber wir sind jetzt extrem stark und Goku und Vegeta sind auch extrem stark. Der Rest ist eher so solides Mittelfeld. Deswegen nehmen wir so einen Goku als Ersatz mit. Und Ruffy ist auch noch recht stark. Aber ihr seht, ich hab ein bisschen offscreen trainiert. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Power, um hier zu gewinnen. Denke ich zumindest. Ja, das sind ja jetzt die Galena-Doppelgänger. Ich habe ein bisschen an meinen Kombos gearbeitet. Oh, da hat der Blitz-Doppelgänger leider nicht gebracht. Der hat ein paar interessante Tricks drauf, muss ich sagen. Oh, die hat echt ein paar gute Tricks drauf. Muss ich sagen, dagegen. Verdammt. Jetzt bin ich sogar erwacht und es hat nichts geholfen. Dagegen sind die Level 100er echt ein paar Flaschen. Das bedeutet, das ist wohl echt Endzeitstimmung, wenn das Level 100er Team fürs Level-Training, das ja wahrscheinlich Maximal-Level ist, schwächer ist als unsere normalen Gegner oder zumindest mir schwächer vorkommt. Nix da, das lässt du jetzt schön bleiben. Du hast mich wütend gemacht. Das sollte man nicht, vor allen Dingen nicht mit meinem neuen wunderschönen Kampfoutfit. Ja, wir haben uns gegenseitig erwischt. Du bist doch eh nur ein mieser Doppelgänger. Ich verkehre nicht mit Doppelgängern. Oh. Ja, die Ulti habe ich nicht abgewehrt. Die hat auch nicht Ciao gesagt, die hat Sayonara gesagt. So, jetzt reicht's. Ich sag doch, mit meinem neuen Outfit macht man mich nicht wütend. Ich habe uns extra so schick angezogen. Und jetzt ist alles wieder dreckig. Aber sagt mir, was ihr von dem neuen Outfit haltet. Gut oder eher nicht so? Also ich fand's eigentlich ganz cool, mal so ein Kampfoberteil zu haben. Eins, mit dem man wirklich aussieht, als ob man... ja, wirklich kämpfen kann. So, und die andere, die hauen wir jetzt auch gleich weg. Verfolge Galena in Japan. Ja, wird gemacht. So, einen Goku brauchen wir eigentlich nicht. Komm, wir nehmen Trunks mit und den Ruffy wieder. Das wird doch hier ein Kinderspiel. Vor allen Dingen, wir sind ja stark. Ich habe so viel trainiert, dass die überhaupt noch eine Herausforderung für uns sind. Diese Galena. Ist Galena der richtige Plural? Ich habe gerade keine Ahnung. Verdammt, ich wollte eigentlich den Blitzdoppelgänger machen. Wir hatten ja zu wenig Energie. So, jetzt hat's geklappt. Das mit den Elementen habe ich übrigens immer noch nicht rausgekriegt, aber ganz ehrlich, mich kümmert. Oh, da war ich im Move drin. Da kam ich nicht weg. Aber da sie nicht vorher erwacht war, ist ihr Angriff viel zu schwach für uns. Wir hingegen sind sehr stark. Und ich habe unsere Angriffe
und unsere J-Fähigkeiten noch geboostet. Das heißt, wir sind noch viel, viel stärker, als wir es vorher waren. Also wir sind hier die Krone der Schöpfung im Prinzip zurzeit. Ich weiß nicht, ob wir mit Prometheus fertig werden, aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr so schwach, wie wir mal waren. Warum sollen wir denn jetzt noch da runterrennen? Das macht für mich am wenigsten Sinn, da jetzt runterzugehen, weil der Captain ist ja eh weg. Der ist ja Prometheus. Hat sich ja ergeben. Ich dachte, der käme einfach bloß aus einer Welt, die ich nicht kenne. Aber nein. Okay. Das Ding hing da einfach in der Luft. Ja, wir haben schon zwei Doppelgänge gemacht und ich dachte, die tauchen überall auf der Welt auf. Warum ist dann ausgerechnet bei uns wahrscheinlich die echte? Ist es Glück oder hat er etwa Leid seine Finger im Spiel? Ich meine, der hängt ja auch irgendwie damit zusammen. Piccolo, da ist sie. So. Warum zittert denn Gaara so oder macht so Sprungsachen? Gaara ist doch eigentlich von seinen Techniken her gar nicht so der ich bleib in Bewegung Faustkämpfer, sondern eher stationär und lässt seinen Sand übernehmen. Und die Art des Kämpfens hat ja auch sein Adoptivsohn tatsächlich übernommen. Und wir kämpfen diesmal komplett ohne uns. Aber dafür mit Goku. Das ist auch okay. Mit Goku habe ich die meisten Kämpfe tatsächlich gemacht. Also die ganzen Level-Cap-Kämpfe und hier die Kämpfe, um uns zu stärken, die ganzen Trainingskämpfe, habe ich alle mit Goku gemacht. Goku oder Vegeta. Von daher. Daher habe ich auch genau diese Techniken hier übernommen. Und ihr merkt so eine Ähnlichkeit zu meinem Kampfstil. Weil mein Kampfstil funktioniert im Prinzip wie Gokus. Ich habe eine aufladbare Fernkampfangriff-Technik auf X. Meine Y-Technik ist ein Sprint. Verdammt, ich habe gedacht, jetzt kann ich sie vielleicht noch in einen Angriff blocken. Und meine B-Technik ist ein Blockangriff. Also praktisch ohne es wirklich zu wollen, abgesehen vom Y-Angriff, habe ich mich schon so in Richtung Goku begeben. So, bist du jetzt die Kopie oder bist du echt? Und er scheint dann so ein Kreis oder so ein Kreuz über ihrem Kopf. Das fände ich lustig. Aber es würde wahrscheinlich die Stimmung ruinieren.作られた命と哀れなもんだな。俺の知っている人造人間たちは悪人でもまだ自由があった。いや、作られた命だから哀れなのではない。自分の意思を持てないのが哀れなのだ。それは本物の人間でも同じこと。なるほど。そうかもしれんな。 Aber irgendwie die Kernaussage von Gaara und Kernaussage von Piccolo waren beide in etwa gleich. Es geht darum, dass sie halt nicht frei sind, dass sie machen müssen, was ihnen gesagt wird. J-Force, 消してあげるわ!
Oh Gott, mit den drei habe ich nicht trainiert. Naruto gar nicht. Obwohl ich Naruto eigentlich auch ganz cool finde. Von seinen Moves her. Aber ich hätte Naruto halt trainieren müssen, ne? Ich schneide das jetzt nicht mehr klappt halt, ne? So, Sparring der sechs Pfade. Immerhin das. Ja, das Ausweichen war falsch. Da habe ich ein Ausweichen im Prinzip verschwendet. Aber mit dem Sparring der sechs Pfade kann ich ordentlich Schaden anrichten. Hä? Ach so, die hat Hilfe dabei. Das war mir nicht so ganz bewusst. So, beenden wir es. Ist mir jetzt auch egal, ob ich die Stadt dabei zerstöre. Man tut, was man tun muss, und in dem Fall müssen wir diese ganzen Kopien besiegen. Und von daher zögere ich da auch nicht, die Platz zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir völlig egal. Ikuzo, Naruto, Dai. Ah ja, und das letzte Team. Doch nicht schon wieder Sanji. Ja, Sanji dahin zu schicken ist ein Fehler. Das ist keine Frage. Aber wenn es die echte Galena ist. あなたは私を攻撃できない。そうでしょ?ああ。俺は死んでも女は蹴らん。だからといって君を逃がすつもりもねえ。それじゃあ一体どうするの?仲間が来るまで足止めする。抵抗するわよ。全力で。ああ。煮るなり焼くなり好きにしろ。 Oh oh. Sanji, das hättest du nicht sagen sollen. Das macht die wirklich. Sanji! Osokatta janai ka. Ato wa tanomu ze. Senchou. Omae. Wakatta. Makasero. Dare ga kitemo onaji koto. Die vergessen alle immer unseren Namen und wollen den nicht sagen. Aber ja, kein Problem, wir hauen die einfach weg. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Nach unserem ganzen Training ist die echte Galena jetzt auch nicht mehr so viel stärker als eine von den Kopien. Ah, die hält ein bisschen was aus. Aber das stört mich nicht. In dem ganzen Level-Training habe ich eine ganze Menge Stärke dazu gewonnen. Oh.
Ah, da ist sie gerade so unserem Doppelgänger in drin. Nein, Ron ist sie drin. Ja. Oh oh. Raffi ist sogar weggekommen. Bin ich gut. Autsch. Ja, man merkt doch einen ganz deutlichen Kraftunterschied, finde ich. Wenn ihr mal guckt, wie viel Schaden die uns machen, selbst mit so einem direkten Angriff hier, das ist halt nicht zu vergleichen mit dem, was die uns vorher abgezogen hätten. So, Venoms erledigt. Wieder lebt noch. So. Mit Leichtigkeit. Das war ja überhaupt nichts. Da wird man ja nicht mal warm bei solchen Kämpfen. Okay, der Kampf gegen die Doppelgänger war irgendwie schwerer, aber vielleicht musste ich auch erstmal wieder reinkommen. Nakanaka. Yaru janai. Demo. Jikan wa juubun kasegasete moratta. So de sho. Prometheus. Garena yo. Yoku yatte kureta. Omae! Ii no yo. Subete wa watashi tachi Kiiman no mirai no tame. Kiiman no mirai no tame ka. Tashika ni so da na. Ne. いつまでそこで見ているの？さあ、助けてちょうだい。すまんが、それはできない。はあ？どういうこと？ガレナ、お前はよく働いてくれた。キーマンの未来のために。だが、世界が一つになるのならば、キーマンは一人で十分だろう。プロメテウス。裏切るつもり、そろそろ時間だ。私はキーマンよ。プロメテウス、許さないわ。プロメテウス。あいつのことまで利用してたのか。キーマンの未来のためだ。致し方ないだろう。お前、現実世界とジャンプ世界は壊れた。キーマンによる新たな世界の創造はすぐそこだ。その時が訪れるまでしばし待つな。Ich glaube nicht, dass wir darauf warten. Ist schon gemein, der Kerl. Oh, Kapitel 9, Licht und Schatten. Garena no Replika wo katasuken no ni, daibu jikan wo kutschimatta atte ba yo. Hontai ja nee tschun ni. Erei taku na yatsu datta na. Do shita Naruto? Are? のんびりしてらんねえってばよ。早くプロメテウスを倒さないと本当に世界が壊れちまう。ん？よけろナルト。誰だ。すっかり囲まれちまったみてえだな。どうする悟空のおっちゃん。こいつら黙って通しちゃくれねえだろ。Also Goku als alten Mann zu bezeichnen, das finde ich ja schon sehr, sehr gewagt. Oi Sasuke, Ashidematoi ni naru na yo. Sore wa ore no serifu da. Namaiki na gaki da. Kuchi dake ja nai tokoro o shoumei shite misero. Iwareru made mo nai. Ja, Vegeta ist stärker. Da hat auch Sasuke leider keine Chance.
Vegeta ist einfach ein Monster, ne? Das darf man nicht vergessen. Gerade wenn er auf Blau oder Beyond Blue geht, dann kannst du vergessen. Wir dürfen sogar als Vegeta spielen. Die rennt nicht mal weg. Was ist denn mit der los? Ich bin ziemlich wehrhafte Gegner inzwischen gewohnt. Einfach nur rumrennen ist nicht. Na bitte, geht doch. Autsch, direkt auf den Hinterkopf. Das tut weh. Und sogar die Einrichtung der Stadt ruiniert. Ja, verdammt, ich wollte nicht so nah eigentlich ran. Ja gut, dann müssen wir halt wirklich anfangen zu kämpfen. Dann halt keine Gnade mehr. Wenn die das unbedingt wollen. Das dürfte gewesen sein. Glaub nicht, dass der Venom ausweicht. Doch. Erbärmlich. Aber jetzt würde ich schon ganz gerne den Part demnächst mal beenden. Aber es hat halt wirklich Endzeitstimmung. Ich glaube wirklich, wir laufen direkt aufs Finale zu. Mit großen Schritten. Ja,違う。おそらくこいつらは俺たちを足止めするためだけの捨て駒だ。プロメテウスめ。 Ja, das sind echt miese Tricks. Einfach nur hinhalten. Aber okay, ich würde mich auch auf einen 1 gegen 1 Kampf mit Prometheus verleiten lassen. Luffy. ルフィ、あの中はアンブラスじゃ。アンブラス？俺たちのベースキャンプがある場所か。そうじゃ。現実世界とジャンプ世界の狭間に位置する異世界。そこでプロメテウスは計画を実行するつもりなのであろう。邪魔をするでない。ルフィ、ここはわらわに任せるのじゃ。韓国、頼んだぞ。行くぞ。 さあ、来るがよい。わらわが相手をしてやる。ブチカ、韓国。わらわの名を気安く呼ぶでない。名前呼んで何が悪いんだよ。で、ルフィたちは？ルフィ、アンブラスへ向かった。そうだ。悟空とナルトも向かったところだ。私たちも早く後を追いたいところだが、そう簡単には行かぬようだな。 このやつ、まがいものじゃねえな。プロメテウスに目的を達成されると困るのだ。私にとって都合が悪いのだ。私たちと戦う意志はないというのか。私は常に私を支配しようとするものを打ち砕くために動く。 お前を信じたわけじゃねえぞ。承知している。始めようか。 Ah, irgend sowas habe ich mir schon gedacht. Die Bösen, die sind halt auch nicht zufrieden mit dem, was Prometheus macht. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Freezer und Cell und alle anderen ebenfalls dagegen laufen werden. Blackbeard auch. Blackbeard ist ja dafür bekannt, dass er da gerne mal dazwischen haut. So, Leute.
Jetzt muss ich aber den Part mal beenden. Ihr lasst mir als Kommentar da einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Jump Force. Geht Richtung Finale, freut euch drauf. Bis dann, euer Wolf.